fertig!
gehabt. Hier lang. Schnell, er greift wieder an. Neuer Versuch. Die Stunde des Abschieds ist gekommen. Du hast meine Erlaubnis zum Aufbruch, Noctis. Danke, Eure Majestät. Nun geh, mögen die Götter dich schützen. Ja. Hey. Prinz zu sein ist auch nicht leicht. So viel zu höfischer Etikette. Ach, kannst du dich nicht einmal am Riemen reißen? Euer Hoheit! Was denn? Ich will dir noch etwas mit auf den Weg geben. Du legst deinen Kameraden eine schwere Bürde auf. Musst du gerade sagen. Ich erwarte nicht, dass ihr seine Launen zügelt. Lediglich, dass ihr sie ertragt. Sehr wohl, Majestät. Wir sorgen dafür, dass der Prinz Altissia sicher erreicht. Ja, genau. Ich will nicht drängeln, aber Kor wartet schon. Drathos, pass gut auf ihn auf. Und noch etwas. Benimm dich im Beisein deiner künftigen Frau. Selbstredend, Majestät. Und ihr zollt unseren Gästen aus Niflheim gebührend Respekt. Du hast keinen Grund zur Sorge. Ihr auch nicht. Noctis, sobald du aufgebrochen bist, gibt es kein Zurück mehr. Glaubst du, ich kneife? Bist du wirklich dazu bereit, deine Heimat hinter dir zu lassen? Nur keine Angst. Ich bist du fürs Erste los. Dein Weg ist lang. Wo auch immer er dich hinführt, das Erbe der Luzis geht mit dir. Gib nie auf, mein Sohn. Zwecklos. Weht ein rauer Wind hier draußen. Tja, der Preis der Freiheit. Dann müssen wir wohl wieder schieben. Was? Mein Tank ist doch auch schon leer. Aufstehen, Männer. Na los. Autsch! Wird's bald. Hey!
Ich dachte, Autos sind zum Fahren da. Theoretisch schon. Genug gemault. Fertig? Ja. Und los! Echt unglaublich. Willkommen im Leben, Prinz Noctis. Wir sind zu schnell gefahren. Aber wenn's doch so einen Spaß macht. Ein schöner Einstand jedenfalls. Ach komm, Gladio. Was denn? Das schaffst du auch alleine. Von wegen. Als würden wir einen Unterschied machen. Pronto. Finger an die Karre. Ihr solltet euch den Atem sparen. Und du mit mir tauschen, Ignis. Du warst doch gerade erst im Wagen. Ja, genau. Ich bin der Nächste. Hörst du? Mir fallen die Arme ab. Kann sie dir auch ausreißen. Ist ja schon gut. Geht keiner ran? Nein, ständig besetzt. Sag mal, geht das nur mir so? Oder ist der Weg länger geworden? Keine Angst, die Karte stimmt. Laut der müssten wir längst da sein. Oder schon dran vorbei. Als könntet ihr Karten lesen. Die Welt ist groß und voller Wunder. Ja, Wunderfüße. Die erste Lektion haben wir gelernt. Immer schön volltanken. Wenn der General das hört, wird er uns die Leviten lesen. Hat Kor deswegen so große Reden geschwungen? Er redet prinzipiell gern und viel. Da seid ihr ja. Und, wer ist der Prinz? Ah, höchst erfreut, Euer Hoheit. Glückwunsch zur Hochzeit. Noch bin ich Single. Da hat Luna Freya wohl den Hauptgewinn gezogen, was? Wir haben's nicht eher geschafft. Hebt euch die Ausreden lieber für den Chef auf. Und du bist? Sydney. Sid Sophias Enkelin. Ich arbeite hier. Sieh sich das einer an. Ihr verwöhnten Gören kennt keine Wertschätzung. Der Wagen ist unbezahlbar. Du bist also Noctis. Ja. Pah, als hätte man deinem Vater die Würde rausgeprügelt. Was? Hast einen langen Weg vor dir, Junge. Dumm glotzen bringt dich nicht ans Ziel. Wird eine Weile dauern. Schieb den Wagen rein und dann schwirrt ab. Okay, ihr habt Großvater gehört. Mir nach. Jetzt heißt es also warten. Das war noch nie meine Stärke. Meine auch nicht. Oh, Hoheit! Hey, ihr Jungs seid doch zum ersten Mal hier, oder? Ich gebe euch eine Karte, damit ihr die Gegend erkunden könnt.
Okay, mal gucken, was es hier so gibt. Oh. Eben. Gut Ding will nun mal Weile haben. Etappe. Willkommen. Wollt ihr was essen? Wie wär's mit einem saftigen Steak? Falls ihr Fragen habt, schießt los. Das hier sind unsere Problemkinder. Also mutig, mutig. Bereitet euch gut vor. Oh. Noct, warte mal kurz. Unser ganzes Geld ist für die Reparatur draufgegangen. Ich würde gerne Sydney um Rat fragen. Wir sind völlig abgebrannt? Ja, ganz genau. War das nicht ein bisschen Wucher für eine einfache Wartung? Dieser Halsabschneider. Ob der Flitzer da drüben aus Insomnia kommt? Hä, wie kommst du denn? Nanu? Der Wagen ist noch nicht fertig. Was wollt ihr? Die Wartung ist ziemlich teuer, nicht? Ach, ich verstehe. Typisch Großvater. Hat euch sicher extra zu viel abgeknöpft. Nehmt's ihm bitte nicht übel. Das ist einfach seine Art, euch an den Ernst des Lebens zu gewöhnen. Zu Geld kommt man hier am schnellsten als Jäger. Wollt ihr's mal versuchen? Der Opa hat Nerven. Naja, was will man machen? Aber seid vorsichtig. Nachts treiben sich hier sicher rum. Hier, eine kleine Anzahlung. Reicht zum Übernachten. Aber kein Wort zu Großvater. Ist das klar? Für jedes Problem die richtige Lösung.
bis in Bälde. Kaufen ja ganz andere Sachen hier. So läuft das halt. Sieht aus, als wäre das unsere Beute. Los geht's, Nacht! Stehst du? Sorry. Gut. Auf zur nächsten Koordinate. Lasst uns ein paar Knochen brechen. Gute Idee. Ich bin dabei. Oh ja, Knochen brechen. Ja. Gott, manchmal ist ein perfekter Block der beste Angriff. Das nenne ich Teamwork. Beobachte die Bewegungen deines Gegners. Ja, ja, ja. Und schau vor allem. Echtes Teamwork. Ja. Kein Problem. Probleme? Mach dir um mich keine Sorgen. Gut, wenn du meinst. Super! Wir sind fast fertig! Kommt, gehen wir weiter. Jungs, was war nochmal genau unser Plan? Wenn der Regalia wieder läuft, fahren wir weiter zum Galdinkai. Von da geht's per Schiff nach Altissia. Direkt in Nocts Hafen der Ehe. Auto warten, Hochzeit starten. Okay, ist notiert. Das sind die Letzten. Gebt nochmal alles! Ist ja richtig in Fahrt. So bin ich halt.
gesichert. Sehr gut, das wär's. Hm? Ein Anruf? Ja? Ich bin's, Sydney. Wie läuft die Jagd? Gut, bin fertig. Bestens. Könnte ich euch, vielleicht um noch was bitten? Geht um einen Jäger namens Dave. Er meldet sich nicht mehr. Sollte in einer Hütte ganz in eurer Nähe sein. In welcher Hütte? Aha. Geht klar. Wir sehen nach. Sydney? Was wollte sie? Wir sollen einen Dave für sie suchen. Gibt's eine Spur? Ja. Eine Hütte direkt um die Ecke. Nacht! Von Regen! Alles klar? Danke, Mann. Vorsicht, sie kommen! Die Jagdsaison ist eröffnet! Das wird ein Kinderspiel. Okay. Überwältigt. So bin ich auch. Geschenk für dich! Ja! Ist besser aufnockt. Ja, doch. Nockt hat voll den Lauf! So bin ich halt. Hey, da drüben ist auch eine Hütte. Nicht so schnell. Das will wohl überlegt sein. Seltsame Tiere. Diese Spezies wird Tauti genannt. Sie spießt ihre Beute mit den Stoßzähnen auf und reißt sie so aus der Geborgenheit ihres Baus. Das ist aber nicht nett! Ja, mit denen freuen wir uns sicher nicht an. Proton, vorsichtig! Auf welcher Seite stehst du? Sorry! Los geht's. Vortrefflich. Echtes Teamwork. Bin beeindruckt, Nacht. Leg los, Ponto. Keiner verletzt, wie es scheint. Dann wollen wir mal weiter. Ist dort jemand? Dave, der Jäger, nehme ich mal an. Wir haben dich gesucht. Alles in Ordnung? Danke. Nett von euch. Ich habe mir den Knöchel verstaucht und häng hier fest. Ich war auf Doppelhornjagd. Und ziemlich erfolgreich, will ich meinen. Bis mich dieses eine Exemplar erwischte. Ein grässliches Biest, wild und gefährlich. Ihr seht mir zwar nicht wie Jäger aus, aber vielleicht habt ihr ja Mumm. Klar, kein Problem. Was springt für uns dabei raus? Ich danke euch. Dann sperrt mal die Lauscher auf.
Nocht. Also wirklich, du kannst doch dem armen Kerl kein Geld abknöpfen. Ich schlage vor, dass wir rasten und uns gründlich vorbereiten. Gut, dann lasst uns das nächste Refugium aufsuchen. Hier draußen sind ziemlich viele Jäger unterwegs. Sind die so eine Art Gendarmerie? Sie bekleiden dieselbe Funktion, sind aber privat organisiert. An Erfahrung können wir es mit denen nicht aufnehmen. Hoffe, die sehen mich nicht in diesem Outfit hier. Jetzt zieh dich doch nicht selbst so runter, Prompto. Schließlich war es eine Spezialanfertigung. Die Kleidung weist dich als Begleiter des Königshauses aus. Trag sie mit Stolz. Wollen wir hier campen? Genug geschafft für einen Tag. Wir zelten also? Mal sehen, wofür die Zutaten heute reichen. Nicht schlecht. Thank you.
Das ist schon seltsam. Sid zog Sidney so liebevoll groß, wie er den Regalia gewartet hat. Ein normaler Mechaniker wäre damit überfordert. Alles in allem hat er ganze Arbeit geleistet. Aber wütend will ich ihn lieber nicht sehen. Ja, Sid bringt uns um, wenn seinem Goldstück was passiert. Keine Sorge, der Regalia ist bei mir in besten Händen. Tja, der Regalia. Manchmal frage ich mich, ob wir je wieder in diesem wunderbaren Auto sitzen werden. Den ganzen Tag zu sitzen war echt angenehmer. Schlafen war noch besser. Ich glaube, das ist unser Freund. Ein Doppelhorn, ja. Und zweifelsohne eine Mutation. Wir müssen unbedingt etwas tun. Was denn, was denn? Der Knabe scheint ziemlich mies drauf zu sein. Echt jetzt? Macht er einen trägen Eindruck? Ja. Achtung! Mensch, Alter! Aber echt. Zu früh gefreut. Wie bitte? Dann wollen wir mal. Telefon. Ja? Hab gerade mit Dave gesprochen. Danke für eure Hilfe. Ah. Wir schulden euch was. Euer Wagen ist übrigens auch fertig. Schaut am besten mal rein. Alles klar.
kommen wir nochmal zur Fahrerfrage. Von mir aus kann Ignis weiterfahren. Dito, der fährt wenigstens sparsam. Im Gegensatz zu mir. Ich glaube auch nicht, dass ich das hinkriege. Ihr lasst mir keine Wahl. Danke, Ignis. Mir ist hinterm Steuer einfach zu eng. Weiter tragen meine Beine mich nicht. Auf sowas hat uns die Großstadt nicht vorbereitet. Redet euch einfach ein, ihr würdet zum Auto laufen. Sidney wartet sicher auf uns. Und vielleicht ist Sid mit dem Regal ja auch schon ver... Was ist das? War ja riesig. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Die Natur ist unberechenbar. Das kannst du laut sagen. Vorwärts. Ja.
Wirklich? Schon wieder? Aufhören und sehen vergehen. Aufgepasst. Pass besser auf, dann wollen wir mal weiter. Wir dürfen nicht vergessen, uns mit Heilmitteln einzudecken. Überraschend vernünftig von dir. Was soll das heißen, überraschend? Viel Gemüse essen. Gute Arbeit. Unsere Jagdziele.
weiß das zu schätzen. Ihr sucht also Antworten. Das hier sind unsere Problemkinder. Also mutig, mutig. Geht ihr für uns auf die Jagd? Passt auf euch auf. Du bist's, der Freund von Sid. Das hier sind unsere Problemkinder. Sehr freundlich. Was kann ich für euch tun? War ein bisschen gedauert, aber ist dafür auch hübsch geworden. Nicht wahr? Ist ja fast so schade zum Fahren. Okay, dann lichten wir das Prachtstück mal ab. Gebt gut darauf Acht. Ach ja, und Hoheit, könnt ihr vielleicht ein Päckchen für mich abliefern? Klar, warum nicht? Vielen Dank. Also, ich war so frei, die Fracht schon im Kofferraum zu verstauen. Auf dem Weg zum Galdinkai liegt ein Motel. Die Lieferung ist für den Besitzer. Ich zähle auf euch. Ah, so läuft das also. Noct, jetzt wo der Wagen frisch gewartet ist, willst du dich nicht hinters Steuer setzen und selbst ein bisschen fahren? Okay, warum nicht? Du weißt es natürlich selbst, aber fahr vorsichtig. Weiter geht's. Gladio, gehen wir. Komme. Hammerhead ist eine tolle Werkstatt, was? Was hast du erwartet? Es ist schließlich die Hofwerkstatt. Nach dieser Reise kommen wir bestimmt nicht mehr hin, oder? Hm? Was? Wieso denn das nicht? Spricht doch eigentlich nichts dagegen. Vielleicht freut sich eine gewisse Mechanikerin ja. Ach, daher weht der Wind. Kannst du ja den Regalia ausleihen. Oh, echt? Aber nee. Wie sieht das denn aus? Wenn wir zurück sind, soll ich mir selbst den machen. Auf welcher Seite stehst du? Das war keine Absicht. Klingt, als würd's dir blendend gehen.
Bleib dicht dran, dann können wir zusammenkämpfen. Okay. Alles klar? Alles im grünen Bereich. Nord, sowas solltest du parieren, um die Chance auf einen Gegenangriff zu haben. Nicht so, Mann. Geh in Deckung und erhol dich. Augen auf! War keine Absicht. Soll das witzig sein? Darüber kann ich nicht lachen.
bloß nicht. Große Waffen sind bei schnellen Gegnern nicht gerade die beste Wahl. Und das kommt ausgerechnet von mir? Hab ich Cola. Sollen wir zelten? Oh, können wir nicht mal wieder in ein Hotel? Wenn du dafür zahlst. Gehen wir was essen. Ja, okay. Komm mit, Nock. Ach, du bist es wieder. Meine Jungs. Was darf's denn heute sein? Momentchen, bitte. Essen fassen. Ernährt euch abwechslungsreich. Ich bin total verschwitzt. Wow, das ist richtig gut geworden. Und der Regalia ist auch schön drauf zu sehen. Gutes Timing, Prompto. Hey. Na? Hallöchen! Besten Dank! Man sieht sich!
Hoffe, es ist was für dich dabei. Wir sind im Geschäft. Man sieht sich. Neuer Tag, neues Glück. Ja! Auf geht's. Raus mit euch. Ein kleiner Spaziergang durch die Wildnis? Es geht nichts über die freie Natur. Schnallt euch an. Okay. Sydney hat gar nicht erwähnt, was in dem Päckchen drin ist, oder?
Wahrscheinlich ist es geheim. Das regt die Fantasie an, was, Jungs? Sag nicht, du hast eine Theorie. Na klar, aber die behalte ich für mich. Jetzt sag schon, sag schon! Gut, das reicht fürs Erste. Bis du dich an die Straßen hier gewöhnt hast, übernehme erstmal wieder ich das Steuer. Ihr seid mit der Lieferung hier? Vielen Dank. Lass den Wagen einfach stehen. Ich kümmere mich drum. Oh. Umbra. Eine Lieferung? Guter Junge. Der Hund hat echt ein gutes Gespür. Ist ja auch kein gewöhnlicher Hund. Immer wieder schön, dich zu sehen. Wartet mal eben. Eine Blume. Aus solchen haben wir unsere Kronen geflochten. Ja, ich erinnere mich. Silblüten. Nocht? Ja? Ich habe eine Bitte an dich. Würdest du dieses Buch bei deiner Rückkehr mit nach Hause nehmen? Klar. Und dann könntest du auch was reinkleben und es wieder zurück an mich schicken. Fertig. Pass gut auf dich auf. Du sagst es mir sicher sowieso nicht, aber... Dann spar dir die Frage. Wofür ist das Buch? War ein Versuch wert. Unsere Pflicht ist getan. Wir sollten zum Galdin-Kai weiterfahren.